Wir sind zurück bei Zervakis und Oppenhöfe live an diesem 1. Dezember. Aber nicht nur das erste Kalendertürchen ist aufgegangen, es ist auch Welt-AIDS-Tag. Der Tag soll Bewusstsein schaffen für die AIDS-Pandemie, über die es leider immer noch sehr viele falsche Vorstellungen gibt. Und bei uns, um das zumindest ein bisschen zu verändern, ist Tom Neubert. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Tom, was bedeutet der Welt-AIDS-Tag für dich und warum ist es dir so wichtig, heute darüber im Fernsehen zu sprechen? Naja, dieser Tag ist eine gute Möglichkeit, um eine Thematik anzugehen, die sonst irgendwie nicht wahnsinnig viel Platz hat in der Öffentlichkeit, beziehungsweise hat sich das ja auch schon etabliert, der 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag. Und da ist wohl die Aufmerksamkeit am größten, wenn es darum geht, darüber zu sprechen. Ich selbst habe das vorher, ich habe bei AIDS-Conferences gesprochen, habe den Live-Ball supportet über Jahre hinweg, aber habe so ein Sit-Down-Interview zu dieser Thematik noch nicht gemacht. Mhm. Und ich habe über die Jahre verstanden, dass meine Plattform eine sehr wertvolle ist und die ich auch nutzen kann und soll, um gewisse Dinge anzusprechen, mhm, gerade wenn sie so authentisch sind wie dieses Thema. Wer das jetzt nicht mitbekommen hat, dem sagen wir es jetzt, du bist HIV-positiv. Genau. Erinnerst du dich an den Tag der Diagnose, wie es dir da gegangen ist? Ja, natürlich erinnere ich mich, das war obviously also ein wahnsinnig großer Schreck. Ich komme ja auch aus einem System, das mir gelehrt hat, diese Stigmatisierung zu glauben, dass AIDS ein Todesurteil ist, etc. etc. Und das ging mir alles durch den Kopf, bin aber dann durch wahnsinnig hervorragende Betreuung, medizinische Betreuung, dann auch sehr schnell aufgeklärt geworden und eben dann mit der Therapie, die ich bekommen habe, ich nehme jeden Tag eine Tablette, das ist wirklich auch nicht einschränkend, ich glaube, viele Frauen nehmen die Pille, so ungefähr kann man sich das vorstellen, und habe dann auch diese Ängste relativ schnell abgelegt. Genau. Durch die Beratung quasi. Genau. Und, aber so Familie und Freunde, wie haben die darauf reagiert? Na, natürlich war das ein Schock und wir alle waren auf einem Wissensstand, der nicht mehr der Zeit dienlich war. Und wir haben alle schnell und viel dazugelernt. Okay. Und die Öffentlichkeit, also hat die anders reagiert? Ist da auf Distanz gegangen, so nach dem Motto, boah, der ist HIV-positiv? Also nicht, dass ich das gemerkt hätte. Das gar nicht. Wie ist die Öffentlichkeit damit umgegangen? Ich habe viel Zuspruch bekommen. Ich habe es schön gefunden, dass sich die Medien darauf konzentriert haben, über das Thema zu informieren und weniger ein Boulevardthema draus zu machen. Und genau. Welche Klischees ärgern dich aber am meisten oder mit welchem wirst du am meisten konfrontiert, wo du sagst so, bitte hört auf damit? Ich glaube, ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen in einer Bubble. Ich werde selten damit konfrontiert, aber ich höre immer wieder, beziehungsweise es gibt Statistiken an dieser Welle, an dieser Stelle ist Barbie Breakout zu erwähnen, die eine sehr gute Freundin ist von mir, einer der bekanntesten HIV-AIDS-Aktivistinnen in der Community, die jetzt auch ein Video rausgebracht hat, das besagt, und das habe ich gelernt, dass 50% der HIV-positiven Menschen letztes Jahr im medizinischen Bereich diskriminiert wurden. Und das, finde ich, ist einfach so absurd, weil gerade diese Branche sollte sich ja wirklich auskennen. Und das geht wahrscheinlich dann über Stigmatisierung hinaus und ist dann Diskriminierung. Also das ist dann noch ein anderes Feld, das dazukommt. Und unter anderem bin ich auch deswegen da, um gewisse Dinge einfach gerade zu rücken. Also fang mal an. So, was ist das, wenn man heutzutage darüber spricht, was stimmt nicht mehr? Naja, zum einen kann man sich, wenn man therapiert ist, dann rutscht die Viruslast unter die nachweisbare Grenze. Das heißt, das Virus wird so unterdrückt, dass es in meinem Organismus zu wenig ist, um jemanden mit einem gesunden Immunsystem anzustecken. Okay, also das heißt, du kannst jemanden nicht anstecken? Ich kann niemanden anstecken, selbst wenn ich mit einer Person ungeschützten Sex hätte. Dann gibt es diese Mythen, dass man schon beim Händeschütteln aus dem gleichen Glas trinken, jemanden küssen etc., man kann sich so nicht anstecken. Und das sind aus welchen Gründen auch immer noch diese Spukgespenster. Mhm. Hast du irgendwelche Beeinträchtigungen? Nein, ich habe nicht wirklich Beeinträchtigungen. Es ist, wie soll ich sagen, dass diese Therapie so toll funktioniert, ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Denn durch diese wahnsinnig gute Therapie werden Leute auch fehlt mir das Wort, wäre unvorsichtig. Man darf aber nicht vergessen, es ist eine chronische Krankheit. Man fügt dem Körper jeden Tag Chemie zu, was natürlich in längerer Folge Nebenwirkungen darstellen kann. Zum Beispiel?
Bist du darüber aufgeklärt? Bist du ja wahrscheinlich, ne? Man wird schon darüber aufgeklärt, aber einiges ist aufgrund der Langzeitstudien einfach auch noch nicht ersichtlich. Also es kann zu Nierenschäden kommen, Organschäden, aber das ist alles. Und auch die Therapie ist natürlich, und die Medizin macht große Fortschritte. Alles wird auch immer verträglicher und hat dann weniger Nebenwirkungen. Wer jetzt aktuell die Diagnose HIV-positiv bekommen sollte, was rätst du ihm, damit er ruhig bleibt? Und wie soll er am besten damit umgehen? Naja, ich würde dieser Person zum einen, wenn wir von Mitteleuropa sprechen, dann gibt es wirklich keinen Grund zur Besorgnis. Denn wie gesagt, es gibt Ärztinnen mit HIV-AIDS-Schwerpunkten. Das kann man auch alles bei AIDS-Hilfen auf den Online-Seiten finden. Und da wird man auch gut beraten. Die Situation sieht natürlich in Südafrika zum Beispiel ganz anders aus als in Osteuropa. Also wir sind wirklich privilegiert, in gerade Mitteleuropa diese Medikamente zu bekommen. Also bitte informieren. Tom Neuwirth, ich kann nur Danke sagen, dass du über dieses Thema so offen gesprochen hast. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Danke.